Morgen, meine Herrschaften. Schön, dass wir uns hier versammelt haben. Heute zur Jahresabschlussversammlung. Es ist Dezember, der 12. Monat ist angebrochen. Ich, euer Business-Knöll, habe hier natürlich auch zu verkünden, dass wir leider nicht ganz wie erwartet bei 549 Abos stehen geblieben sind. Gibt's da konstruktive Vorschläge? Katzenknöll. Kann sich mal jemand um den kümmern? Das ist doch nicht mehr gesund. Ganz ehrlich nicht. Partyknöll, du hast aber eine gute Idee. Ballen! Ich glaube, so wird das nichts mit den 10 Millionen Abos, die wir angepeilt haben. Im Intervall Juni bis August, da war der Abozuwachs gigantisch. Winterknöll, hast du was dazu zu sagen? Wann ist denn meine Wärmflasche fertig? Können wir die Heizung auf 5 drehen? Sag mal, bist du bescheuert? Hier sind 80 Grad drin. Schläfriger Knöll, vielleicht noch irgendwas zu erwähnen? Worum geht's? Machen wir so. Ja, dann kann uns jetzt wirklich nur noch der Knöll im Schnitt helfen. Also wenn du dir jetzt noch mehr Scheiße einfallen lässt, dann mache ich den Job gar nicht mehr, Mann. Verdammte Scheiße, immer wird das mehr mit der Schneiderei. Ja gut, dann machen wir das Video halt wieder auf langweilige Art und Weise, wenn das die Leute wollen. Jetzt aber mindestens den 550. Abonnenten. Grüße gehen raus. So, jetzt wo die Affen hier fertig sind mit ihrer Besprechung, kann es auch endlich losgehen. Ich grüße euch und heiße euch recht herzlich willkommen zum neuen Bergfest und das ist das allerletzte Bergfest-Video für euch. Wirklich jetzt. Sternchen, indem ich 24 bin. Am Samstag geht's los. Das Special, die Leute, die mir was geschickt haben. Ach, schneidet euch doch einfach an. Wie sich das entwickelt, das werden wir dann sehen. Heute sehen wir aber nochmal anlässlich des baldigen Jahrestages meinerseits etwas, was mir meine Eltern geschenkt haben, aus Italien hergekommen. Es war im Juli oder August oder so. Also hier ist auch schon ein bisschen Staub angesetzt. Aber das Bier ist wahrscheinlich wie guter Wein. Einfach mal stehen lassen und dann ist das top delicioso. So, also hier ist so ein wieder verschließbarer Deckel drauf. Aber ein normaler auch. Was ist hier los? Weltpremiere. Richtig mit Etikett hier. Oh, ich heb den das mal auf. Vorsichtig, nichts kaputt machen. Die haben mich erschaffen und die können mich genauso gut auch wieder vernichten. Mastri Birrai Umbri. Oh, der Geruch. Ist was Dunkleres. Interessant. Flaschenhals, also das ist komplette Katastrophe. Wir haben eine 075er Flasche, aber der Hals, das ist ja maximaler Reinschiss. Boah, da ist aber was drin. Jetzt weiß ich, was es war. Alkohol 7,5%. Ja gut, muss ich das nachher im Schnitt ausbaden? Nö. Sehr malzige Note, aber das muss ich erwähnen. Ich habe nicht das Gefühl, wie bei einigen anderen schwarzen Vertretern aus unserem Biersortiment, dass mir dabei die Fresse zuklebt, obwohl das hier sehr malzig steht. Ich meine, ich bin kein Italiener, hier steht Bira Doppio Malto. Es schmeckt trotzdem sehr schön. Wichtig aber, nicht klebrig. Und das finde ich geil. Bei allen anderen hast du das getrunken und dann dachtest du, boah, da hast du dann schon so einen dicken Film überall im Mund. Das war dann dumm. Aber so, das finde ich nicht übel. Das wäre jetzt hier nichts für einen Fernsehabend mit Jungs, wo man sich hier dann einen halben Kasten irgendwo rindreht. Aber für, ich könnte mir vorstellen, zum Essen oder sowas. Ja, meine Alternative ist da immer so Hefeweizen. Aber das könnte ich mir da durchaus vorstellen. Das bringt einen schönen Geschmack mit. Aber wenn man jetzt auch mehr Schlücke nimmt, es kommt nicht, wie bei Starkbier, dieser Schnapsgeschmack. Das gefällt mir gut. Nicht mal bei Rülpsen. Bisschen warm, aber nicht so schlimm. Ja, hier steht's nochmal. Probiert euch das mal aus zum Abendessen, ja, mittags so. Oder wenn mir die 7,5 bei 98.000 Grad etwas zu viel. Aber generell, ja doch. Auch hier stört es mich, falls hier schon wieder einer in den Kommentaren sagt, du hast doch immer ganz immer gesagt, das ist scheiße. Ja, ist es hier auch. Aber das ist eher so eine Flasche, die man sich eventuell nochmal hinstellt. Wer auch immer Flaschen sammelt.
Meine Freundin offensichtlich mit mir. Gut. Als Endfazit würde ich jetzt sagen, wäre es jetzt im Laden neben Sternburg, würde ich natürlich sagen, ach komm, hätte ich jetzt einen edleren Anlass, dann würde ich eher schon dazu greifen, obwohl ich sehr asozial bin und wahrscheinlich einfach den 3-Sternburg nehme. Wie dem auch sei, wenn ihr in Italien seid, probiert das aus. Mastribirai Umbri. Und umbringen kann ich euch jetzt nicht. Will ich auch nicht. Ihr müsst mich immerhin fleißig abonnieren. Like nicht vergessen. Kommentar gerne da rein. Ach ja. Themenvorschläge für das nächste Video, was ich am Wochenende aufnehme. Ich weiß nicht warum, aber es hat persönliche Gründe. Und dann bedanke ich mich recht herzlich fürs Einschalten und fürs Zuschauen. Wir sehen uns nächste Woche Mittwoch wieder. Bis dahin und tschüss, Kinder!